Hallo und herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin wieder der Iron Boss und heute geht's weiter mit einem Let's Play zu Transport Fever. So, ihr Lieben, wir werden heute mal schauen, dass wir, unsere Holzroute jetzt mal ein bisschen anpassen werden. Und zwar, dass wir final dann unsere Bretter mal hier zu der Fabrik hinterbringen, die uns dann schöne Werkzeuge herstellt und wir die dann da reinliefern werden. So, im Moment sieht es ein bisschen mau aus mit der Kohle. Das lag daran, dass wir in der letzten Folge ein bisschen Kredit aufgenommen haben. Aber mir fällt schon wieder die Musik, fällt mir gerade auf. So. Und die Geschichte werden wir jetzt mal abändern. Und sobald das läuft und wir angebunden haben, werden wir mal ein bisschen wieder in die Deko-Phase gehen. Ja, ein bisschen kleinen Schönbau machen. Und rum und num. Also, so. Gucken wir mal. Wir haben ja hier die Route haben wir fertig gemacht, dass er hier uns die Bretter zum Sägewerk bringt. Jetzt müssen wir noch die gesägten Bretter zur Fabrik hin schaffen. Das machen wir, indem wir... warte mal. Der Zug kommt dann hier rein, von hier rein. So. Müssen wir hier wieder... Müssen wir nochmal umbauen, bevor wir den Zug losjuckeln lassen. Denn das gefällt mir so nicht. Komm, fahr mal rein da. So, jetzt müssen wir ganz kurz pausieren. Denn. Genau, wir nehmen jetzt mal diesen Schnicki-Schnack hier weg. So, Hochgeschwindigkeit. Zwar möchte ich, dass diese dann langsam aber sicher da anschließen. Lass mal da rauslaufen. Lass mal den noch da rüber. So. Und zeitgleich brauchen wir aber noch eine Doppelverbindung darüber. Denn Strömung ist zu groß. Kannst mich mal. So, wird ein Schuh draus. Und so. Momentchen, was habe ich denn jetzt gemacht? Na, das passt schon. Das passt. Bloß ein Stückchen zu weit. Und der muss hier einfach einfädeln. So. Genau, der kommt dann hier rüber. Aber den möchte ich gern, dass er hier drüben platziert wird. Das war falsch rum. Die war falsch rum, ihr Lieben. So. Denn das ist Güterzug Holz. Er wird hier einfahren. So. Dann brauchen wir noch die Verbindung von dem Gleis nach hier rüber. So, und da wir dann möchten... Moment. Einmal da. Einmal da. Da wir ja möchten, dass von dieser Fabrik dann mit dem Zug weiter beliefert wird. Brauchen wir erstmal ein zweites ausgehendes Gleis. Und das schon mal fertig machen. Hier eine schöne sanfte Kurve rein. Die kriegt man rein. Lass man das aber erstmal wieder weiterlaufen. Oder sollen wir die ein bisschen weiter oben platzieren? Platzieren die mal. Am besten hier vor den Signalen, dass sie dann hier reinfahren können. So machen wir das. So, da haben wir unser notwendiges Geld. Die Signale sind da vorne.
So, das müssen wir aber umbauen. Diese Signale hier und da als Aufteilung. So. Und Moment. Da setzen wir noch eins hin. So, dann haben wir die Geschichte hier fertig. Was wir jetzt brauchen, ist den Abtransport von da nach von unserer Mühle zur Fabrik. So, da werden wir aber einen zweiten Zug einsetzen. Das heißt, wir machen hier mal ein Päuschen, nehmen noch mal ein bisschen Darlehen auf, geringfügig. Ich weiß, das sieht komisch aus, aber das werden wir hinkriegen. So, warte mal, Diesel. Nee, keine Diesel, Elektro. 135 Kilonewton. 125. 140. Wir brauchen einmal den für die Bretter und den für Werkzeuge. Wir können fahren 100 maximal. Das heißt, wir brauchen auch nicht so die Mega-Lok. Wir haben 120. 140. 100. 100, aber für 1,8 Miller. Aber die hat natürlich eine ordentliche Zugkraft, aber das brauchen wir nicht. 120 soll es schon sein. 125. Die sollte ausreichen. So, Güter. 153. Darf es mir ruhig noch ein bisschen geben. So, die Bretter und für die Werkzeuge. Werkzeuge waren 108. Gut. So, haben wir das? Linie zuweisen. Holz zu Werkzeug. Die müssen wir jetzt bloß nochmal anpassen. Glaube ich. Mal weg und weg. Genau. Der kommt da rein. Er bleibt auf dem grünen Gleis. Wieso fährt er hier eigentlich so strange? Okay, das gucken wir uns dann gleich mal an. Jetzt lassen wir erstmal fix von da hierher beliefern. Passt, der kommt hier an. Auf dem unbenutzten Gleis, das passt auch. So. Der dürfte schon rollen. Können wir jetzt anmachen. Das gucken wir uns mal fix an wieder. Ich finde es immer so toll, wenn die aus ihren Depots rausfahren. Sehr schön, gefällt mir das. Schon ganz schönes Monstrum wieder. Und die Bewertung mittelmäßig. Okay, muss man mal schauen, dass sie nicht ins Schlecht übergeht. Weil es ist schon ein ganz schönes Kaliber. Betriebskosten 2,4 Millionen im Jahr. Das fährt er locker ein. So. Dann lassen wir hier einfach mal ein bisschen schneller laufen und wir kümmern uns mal darum. Wir machen hier mal ein bisschen, weil das ist ja ein Forstbetrieb. Oder was heißt Forstbetrieb? Wir werden auf jeden Fall alle beide mal ein bisschen hübsch machen. Und bloß gucken, wo wieder dieses Deko-Set war. Die Assets davon. Sekunde mal. Da. Europäischer Herbst, europäische Bäume. Baumwerkzeug. Dann machen wir hier mal ein bisschen hübsch. In der Zwischenzeit lassen wir die mal die Kohle einfahren wieder.
Oh. Ihr Lieben, wenn von euch jemand, ich habe schon versucht, mich dran zu setzen, einmal mit einer Höhenkarte, die Deutschlandkarte nachzubauen. Hat soweit auch funktioniert, allerdings, ja. Nicht so richtig mit den Höhenmetern und da, wo das Wasser gerendert werden soll. Wenn das einer von euch hat oder weiß, wo es eine hübsche gibt dafür, die Ähnlichkeit mit Deutschland hat, dann immer her damit. Bin ich nicht abgeneigt von. Und die werden wir dann mal aus nächstes Mal zumindest parallel dazu starten. Und da werde ich wahrscheinlich auch komplett ohne Profit spielen und nur im Schönbau machen. Also da lasse ich den wirtschaftlichen Aspekt weg. Und ja, wie gesagt, dann halt wirklich nur auf Schönbau machen. Ich werde dann versuchen, auch ein Autobahnnetz ähnlich dem, was man so bei uns gang und gäbe ist, herzustellen. So, hier ein bisschen auslaufen lassen. Da drüben am Bahnhof. Und dann gucken wir uns die Geschichte gleich mal an. Ich habe auch, glaube ich, noch hier irgendwo Forstindustrie-Assets. Jetzt Moment mal. Momentchen. Das sind die falschen. Aber Moment, wo war's? Wir könnten hier natürlich schon ein bisschen Waldboden machen. Dass das einfach ein bisschen dazukommt. Den täte ich gern ein bisschen größer machen, aber entweder geht es nicht oder ich weiß nicht wie. So, und ein bisschen anheben möchten wir die Geschichte auch hier, weil ein bisschen hügelig darf es ja ruhig sein. Nehmen wir ein bisschen Geld in die Hand. So. Gefällt mir richtig gut. Müssen wir bloß noch mal reinschauen. Ich hatte irgendwo auch die Assets noch für Industrie. Forstindustrie hat man irgendwo gehabt. Güter braucht man nicht. Oh, was ist denn das? Was haben wir denn hier? Industrie. Industrieassets, was ist das? Das ist ein Silo. Was ist ein Silo? Das würde doch bestimmt hier gut reinpassen auch. Hier mal so rein. Industrie, Altindustrie. Ein Lagerhaus. Oi, ein hölzernes Lagerhaus, das könnten wir durchaus hier mit reinpacken. Hier so in das Waldstück rein. Ah, das schaut natürlich jetzt wie die Bäume. Die müssen wir da rausfischen. Boah, jetzt war ich gerade erschrocken, dass ich die hier abgerissen habe. Aber sind die nur in der Größe expandiert. Sehr schön. So, was mir jetzt noch fehlt, ist ein bisschen Mannequin. Oder vielleicht auch mal ein Auto. Verwandt. Trabant. Komm, die setzen wir hier mit rein. Ich meine, die Arbeiter müssen ja auch irgendwo herkommen. Miep, miep. Ach halt, da wollt ihr Geld dafür auch. Na, sowas aber auch. So. So. Jetzt gucken wir mal, wo schnell die unsere Arbeiter waren.
Jetzt mittlerweile so viele Assets hier geholt, ich weiß schon gar nicht mehr, wo was ist. Hier haben wir einen Fernsehturm. Stuttgarter Fernsehturm. Den könnten wir eigentlich auch irgendwo schön reinplatzieren. Und in unsere Hauptstadt, in unsere gewählte Hauptstadt. Aber 4 Millionen? Puh. Das lassen wir mal. Müssen das wieder ein bisschen Geld einfahren, ihr Lieben. So. Die Kirche, was kostet die? Kirche kostet nichts. Lass doch mal die Kirche im Dorf, sagten sie alle. Lass mal die Kirche im Dorf. Haben wir da eine Kirche? Wie schaut das aus? Natürlich platziert er die innen drin. Dann lassen wir das weg. So, ich suche immer noch, wo wir unsere Manneken haben. Wo haben wir denn unsere Personen? Da. So, wieder dahinter. Ah, seht ihr mal, 4 Millionen, jetzt geht's Geld langsam hoch, weil die Werkzeuge weggebracht werden. So. Jetzt mal hier. Arbeiter, 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 Arbeiter. Da. Der Chef mit Vorarbeiter. Beide stehend. Hier noch mal den einen oder anderen hin. So, und an die Fahrzeuge auch. Die schnacken da miteinander ein bisschen. Feierabend. Das schaut doch. Schaut toll aus. Mir gefällt es. So. Mal gucken, was wir hier drüben noch machen können. Beziehungsweise wir kontrollieren jetzt mal. Also hier kommt langsam auch der Überschuss. Da auch. Wie sieht es da aus? Könnte besser. Könnte besser. So, hier werden Werkzeuge auch weggebracht. Dann bräuchten wir noch wieder mal eine Linie, die uns hier oben noch beliefert, beziehungsweise an den Umschlagbahnhof Werkzeug bringt und wir Werkzeug von da holen, darüber bringen und später noch nach Herford bringen und Bernburg müssen wir auch noch komplett anbinden. So, wie sieht es denn eigentlich hier aus mit der geplanten oder gedachten Entlastung für die Schifffahrt? Denn die sind ja hier gerammelte voll. Hier haben wir Brote. Moment, aufrüsten. Klappt's jetzt? Wieder Fahrzeug im Weg. Der hier steht mir im Weg. Momentchen. Bringt der? Er bringt auch Weizen mit. Sehr schön. 57. Also die Entlastung funktioniert, nur ist da Potenzial nach oben. Genauso wie hier. Guck mal, was wir jetzt hier wieder an Futter haben, was weg muss. Wir könnten noch mehr Futter da unten reinbringen. Noch ein bisschen Brote. Straßenfahrzeuge kaufen, Güter, Opel Blitz. Nehmen wir mal noch ein paar dazu. Die uns denn hier auf die Strecke mal schnell gucken. Gelb Gütersloh, Hafen, Güterbahnhof, Lebensmittel. Da darf die mit hinzu. Hafen, Güterbahnhof, Lebensmittel. Die können dann wieder Brote mit runter kutschieren, die können dann Weizen mit runterbringen. Das ist unser Umschlagbahnhof hier
unsere Städte bedient. Und wir müssen unbedingt die Chemiefabrik müssen wir noch bedienen, denn die läuft gerade nicht mehr weiter. Wir brauchen da das Plastik, das Holz. Wir haben hier Holz. Es gibt so viel zu tun, ihr Lieben. So viel. Wo kriegt man das noch verhackstückt? Da kriegt man noch Kunststoff verhackstückt und Holzbretter. Und die machen uns dann leckere Waren. Warnung, Straßenfahrzeug 35 hat die Lebensdauer erreicht. Straßenfahrzeug Lebensdauer erreicht. Dann machen wir doch mal einen Fahrzeugersatz. Mit dem Opel Blitz. Jawohl. Darfst du sofort ersetzen. So. Okay. Also, wir müssen unbedingt schauen. Meine Güte, wir haben so viel zum Abtransportieren. Wir müssen das alles wegbringen. Und hier unten fängt es auch an, gut und gerne voll zu werden. Wahrscheinlich werden wir auf kurz oder lang wirklich für diese Strecke einen Pendler einsetzen, für diese Strecke einen Pendler einsetzen und für diese Strecke einen Pendler einsetzen. Beziehungsweise... eine Linie wahrscheinlich von hier über Eibelstedt zu unserem Umschlagbahnhof und von da aus dann weiter bedienen, dass die Strecken nicht so lang werden. Gut, ihr Lieben, das machen wir dann, oder ja, ist hochgesetztes Ziel. Wir werden gucken, dass wir das in der nächsten Folge dann weiter rankommen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen freuen und über einen netten Kommentar von euch. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer schaut beim nächsten Mal wieder zu. Und bis dahin, bleibt sauber, frisch, anständig, gesund und immer locker durch die Hose atmen. Euer Iron Boss. Ciao.